Ja, hallo miteinander und Mahlzeit. Ihr seht heute mal in ganz anderer Look. Ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich mal, dass ich auch normal sein kann, ohne Hut, ohne Nase. Damit ihr seht, mit wem wir es zum Do haben. Und wir sind jetzt heute am Startplatz bei Muffin. Ich muss aber erst noch was Trauriges, für mich persönlich was Trauriges loslassen. Ich habe heute Morgen gesehen, dass der Marktbrunnen abgesperrt ist mit Gitter, so dass keiner mehr eine Currywurst oder einen Glühwein abstellen kann und was essen kann, was trinken kann. Leute, das tut mir weh wie Sau. Ich weiß nicht, was die mit uns machen. Ich weiß es nicht. Sind wir im Jahr 2020 oder wo sind wir eigentlich? Gut, das wollte ich bloß loswerden. Stefan, wir haben ja heute eine besondere Aufgabe, weil wir ja heute Abend einen Gag machen. Und zwar, hallo miteinander. Und zwar machen wir folgendes: Wir nehmen das Schild von der Tanne alle mit und zeigen das die Hüttlinger. Und die Hüttlinger haben eine wunderschöne Tanne. Darf ich euch verraten, werdet ihr heute Abend auch sehen, wenn ihr das Video einschaltet. Eine wunderschöne Tanne und da machen wir Befragung. Stefan, ob die für die Alamo was spendet. Das wird also mit Sicherheit eine lustige Geschichte. Ich gehe aber davon aus, dass wir nicht viel zusammenkriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hüttlinger da Geld reinschmeißen in hier der berühmte Schuh. Wir sehen ja hier schon mit Aufkleber jetzt, gell, weihnachtlich. Ja, so bin ich halt, Stefan. Einfach machen wir das. So, also wir machen das ja gern. Nachher können wir vielleicht noch was sagen, wer der nächste Startplatz ist und so weiter. Ich hole jetzt den Hauptakteur des heutigen Tages. Was haben wir heute? Freitag, der 11. glaube ich, gell? 11. glaube ich, ja. Ja, genau, ich glaube Freitag, der 11. Ist heute der 11., Entschuldigung. Ich, danke. Also eine Frau hat mir gerade geholfen, heute ist der 11., 12., 22. Und ich marschiere jetzt mal ein Tier nach und hole ihn, gell? Jawohl. Augenblick. Martin, auf geht's! Servus, hallo, hallo! Ah, servus! Grüß euch, fällt mir! Servus, hier ist er! Und? Der Hauptakteur des heutigen Tages. Hier, also ich darf, bevor du anfängst, schon mal sagen, du hast ja einen total verrückten Laden. Ja, das ist ja sensationell. Auch der Martin ist ein Pionier, muss man sagen. Ja, das sind die Leute, die wir eigentlich brauchen. Mit gewissen Extras. Ja, da kann man nachgehen, da findest du eigentlich alles zum Leben. Ja, sei alles richtig. Ja. Und der Martin unterstützt uns heute mit einem Startplatz. Okay, ja. Ich mach da gerade ein Feuerstäbler auf. Ja, du darfst ja Feuer. Oh, da waren wir noch. Hi, auch noch. Wie immer. Grüß Gott, hallo. Hallöchen. Und zwar? So, er macht heute, hier muss er reingehen, weil das, ja. Das ist bestimmt ein Corona für mich. Das sind Corona-Stäbler. Ah, okay. Da kriegst du nichts mehr. Also wenn super. Grüß Gott. Wenn so, die, das ist eine gute Welle auch. Ah, wir haben schon Zuschauer da. Ja, guten Abend, Zuschauer. Ja, super. Hallo. Super, hallo. Ja, sauberes. Ja, so, hallo. Jawohl, Änderungsschneiderei, sehr schön. Jawohl. Ah, das ist hier. Leid, da kriegst du wieder Lust auf Sex. Also Leute, kommen wir rein. Also ja. Leute, halt meine Maske noch. Ja. Ich muss zu der Maske heute was. Ich trage normale andere. Aber wenn du zum Martin kommst, also wenn du Muffin gehst, ja, also zum Mr. Muffin oder man könnte auch sagen Mafiosi, ja, Muffin, dann brauchst du eine ganz besondere, mein lieber Stefan. Oje, oje. Ja. Oje, oje. Ja. Nur so kannst du zum Martin, gell? Jetzt darf ich gar nicht, gell? Also wir bei uns kommen viele Kleine auch, also von dem her, Leute, kommen wir rein. Okay. Für jeden Zugang gar kein Problem, klein oder groß, halb so gefährlich, wie wir es gerade eben dargestellt haben. Einfach mal reinkommen, hallo. Wunderbar. Also mir läuft schon Brille. Wir sind auch schon Leute da, das ist wunderbar, gell? Der Brillenträger, der jahrelange Brille trägt, müsste wissen. Ich sehe nichts mehr, hi. Ja, ja. Man, ja, das ist ja eigentlich Unfall. Eine Unfallgefährdung, eine Maske zu tragen. Ich ohne Brille aussehen, gell? Ja, also. Du, das sieht gut aus, eigentlich. Gell? Ja, ja, aber normalerweise immer der Körper rein und, das, ne? Und dann haben, im Lader raus. Ja, ein bisschen hergerichtet. Ja, der war sieht ja super aus, ist ja klar. Also, Guckt euch um. Weihnachtsstimmung hier bei mir. Ja, mal ein kurzer Schwenk. Genau, wo geht her? Was nicht alles da gibt. Wir sind gut ausgerüstet, genau. Nur ein paar Pakete sind da. Ein bisschen Verstauer müssen wir halt noch sagen. Ja. Aber ansonsten sind wir gut aufgestellt und ja,
Man macht es schon. Ich gehe ein bisschen mal hinter den Tresen. Dann kann ich meine Maske runter da. So, hallo, hallo. So kennen mich die meisten Leute, gell? Und zwar freut mich sehr, dass ich da Hanna auch teilnehmen darf. Finde ich klasse. Also absolut vielen herzlichen Dank. Das ist echt ein super, super Ding. Die Idee an sich finde ich klasse. Licht begeistert. Was echt praktisch auch sehr, wie soll ich sagen, was immer wieder kommt, ist widerspiegelt im Leben, weil damals war es auch so, wo du, Martin, Weihnachtsmarkt, da Glühwein-Champion und Glühmust-Erfinder, wo das erste Mal Glühmust auf dem Allumer Weihnachtsmarkt praktisch. Das steht dann auch in Wikipedia drin, im Wiki. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt so, dass sie, wie soll ich sagen, Der war schon immer innovativ. Ja, ich hab mir halt gedacht, mach irgendwas, hab da schon meinen Spaß, meinen ersten Spaß erlebt. Und es hat mir richtig gut gefallen, auf dem Weihnachtsmarkt das zu machen. Und damals war es halt, das muss ich jetzt noch erzählen, dass ich es vergiss. Wie der Wolfgang Schieber. Jetzt pass auf, damals war das so toll. Da war ich auf dem Weihnachtsmarkt, kleiner Bub mit 20. Das war die Herde. Und dann bin ich auch gestanden und dann ganz zittert miteinander gestanden und hab gesagt, Leute, man braucht doch mehr Licht und so und so und so. Und das war damals echt nett vom Herr Albrecht, wo ich da stand in der Kit habe und so. Der hat mir damals Lampe ausgeliehen und 30 Jahre her, vielen Dank damals. Das war super. Wir haben auch die anderen Geschäftsleute, Käufer vom Herr Funk auch und überall die Leute, egal wenn ihr es vergessen habt, sei an dieser Stelle auch erwähnt. Herzlichen Dank. Wir helfen alle zusammen. Das finde ich in der Stadt mit das Beste. Ich bin ein bisschen so Randnisch und so, aber ja, mittlerweile echt super auch gern gesehen. Finde es echt auch nett. Die Leute fahren drauf ab. Ich habe ja Instagram und Facebook schon ein bisschen größere Teilnehmerzahl, kann man so sagen. Muffin World Allen zusammengeschrieben. Absolut genial. Aber das kommt auch rein. Guckt es euch her, ja klar, wunderbar. Das seht ihr, Muffin World Allen in einem Wort schreiben. Und könnt ihr da auf Facebook und Instagram gucken und lachen, euch freier, der Kopf mal abschalten so von der Geschichte. Deswegen heißt sie auch Muffin World, na, die lustige Welt. Mhm. Hier braucht ihr auf jeden Fall Zeit. Im Moment ist Zeit zwar nicht so toll, wenn der Haufen Leute da sind, aber reinkommen, kurz um die Gänge rum und dann war er dasselbe. Manu gibt so viel Sachen. Was heißt Warmung? Man braucht Begeisterung zu dieser Zeit. Braucht Begeisterung. Selbstverständlich. Er holt schon das raus. Er holt raus. Das ist klasse. Jetzt pass auf. Startgeld. Alles klar. Okay. 150. Ach, da. Wie soll ich sagen? Jetzt muss ich noch mal kurz Luft holen. Genau, ich komme vor. Achtung. Ja, bei der Warmung, da langt 150 nicht. Also. Er 15 Euro von mir und ich hab mir überlegt, komm mal mit, er hat noch damit was. Der Baum super aussieht, ne? Glitzert, funkelt, komm mal mit. Es geht ja nicht um den Muffin, das geht ja heute um den Baum, das haben wir ganz vergessen. Der Baum! Ich hab's nicht vergessen, weil deine Idee ist absolut klasse, danke deswegen so, danke, super, danke, super danke, toll. Danke. Mit Hanna in Silber, schöne Cannabis-Marihuana-Blättchen, die funkelt wunderbar, wenn die schon gleich war. Der Martin hängt sie dann persönlich auf, sobald er warm steht und freut sich natürlich wieder immens. Also von dem her. So, jetzt muss ich mal schon mal das Ding ein bisschen größer machen. Jetzt fangt er das an. Du darfst auch ein bisschen mehr nachlaufen, dass man das so sieht. Wunderbar. Ja, so. Aber nichts klarer, gell? Also, nein. Ja. So, jetzt machen wir es wieder kleiner. Ja, gut. So. Also der Laden ist ja sensationell. Ja, vielen Dank, wunderbar. Wir sammeln seit 30 Jahren. Also, ich auch. Die Karte, Leute kommen vorbei, das ist wirklich, mittlerweile fast schon ein Museum. Ja. Und, Ich habe nochmal eine Idee. Wir können den Baum, der ist ja nicht arg, ist ja nicht so gut, den können wir ja auch verkaufen. Oder versteigern, das kannst du eigentlich machen. Dann hätten wir den gleich los. vielen Dank, es ist gut angekommen. Der Mann ist ja sensationell in der Sprache. Genau, im Verkauf und so weiter, perfekt. In der Theatralik. Ja, also von dem her auf jeden Fall, ja also klar. Man macht es sehr gerne. Also ich freue mich, den Besuch auf jeden Fall. Der war sind gestern. Echt Gäste. Der war gestern auf dem Seminar, garantiere dir. So motiviert also, wie er ist. Ja, aber ich meine, es steckt Power. Ne? Man hat, wir haben eine eigene Marke, ne, geschützt und deswegen mir gefällt es halt, was ich mache und finde es klasse. Schön, dass ich mich berücksichtigt bin. Wirklich nochmal vielen Dank. Du verdeutscht das auch weltweit. Weltweit, selbstverständlich. Ich bedanke mich bei dir. Wir müssen jetzt einen Satz machen. Ja. Also, gange. Okay, machen einen Satz. Ich bedanke mich im Namen von stefan-live.de. Okay. Stefan. In Kroatisch wär's der Stefanovic.
Okay, okay. Gell? Aber in Deutsch ist er. Oh, heute habe ich ja mein Schild gar nicht umhängen. Oh, Schild hat er nicht dabei. Jetzt doch, bin ich dabei. Gespannt. Wir sagen jetzt euch jetzt alle. Jetzt hat er das Schild nicht dabei. Frohe Weihnachten. Okay. Auch deiner Frau. Grüße. Ciao. Tschüss. Ciao. Alles jeder Gute. Gast kriegt was geschenkt, wisst ihr ja. Neu. Doch. Nein, du, immer. Das sind die, wo nicht sind. Wir gucken nach dem Licht, also gibt's was? Ein Licht? Ja, das, ja, der Kameramann kriegt natürlich auch noch eins. Ja, alles klar. Jetzt hätte ich fast alles mit rausgenommen. Danke vielen sehr. Dank. Mach es gut. Wünsche euch einen schönen Tag. Ja, in diesem Sinne. Was? Gell, bis ciao. Ciao. Tschüss. Also, ab die Post. Ab die Post. Ab die Post. So. Ei, 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 ei. Jetzt gehen wir raus. Also, das war ja jetzt sensationell. Bei Muffin bzw. bei Martin und seiner Frau. Von hier aus nochmal Dankeschön. Ich mache es jetzt voll ganz kurz. Wir machen jetzt eine Pause bis heute Abend um 16:30 Uhr. Und um 16:30 Uhr sind wir ja, wie gesagt, in Hüttlingen. Also, liebe Hüttlinger, heute Abend geht's rund. Ihr könnt spenden für den Baum in Aalen. Und euer Baum, der wird sicherlich eine Sensation auf dem Video sein. Also, Stefan, wir sehen uns 16:30 Uhr in Hüttlingen. Fangen die okay. Bilder ein, die Stimme ein und dann haben wir heute Abend um 6 Uhr rum Feierabend. Ja, da wollen gell? Wir das jetzt mal schon mal raufladen. Jawohl. Und das da gibt es dann in Part 2 dann heute. Ist in Ordnung. Ja, dann machst du jetzt der Part 1, heute Abend der Part 2. Genau. Also, super. Ciao miteinander. Tschüssi. Ciao.